Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, Freunde? Es ist mal wieder Zeit für eine Fußball-Challenge. Marlon dabei, Jessic dabei, Sydney dabei, Winnie dabei, Eros dabei und ich dabei. Wir sind 6 Leute. Marc, Torwart von D-Day Sports, geht ins Tor. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Übrigens, Freunde, wenn ihr das Video seht, ist es bald soweit. Die neuen Sorten, beziehungsweise neues Produkt, das ist kein Vitaminwasser mehr, sondern frisch aufgebrühter Tee mit sehr geilen Geschmackssorten. Wir haben hier einmal Meerfrucht, also das Maracuja Vanille, Hibiskus, Pfirsich für einen Klassiker und wir haben Kaktusfeige. Alles natürlich, ne? Also da ist nichts irgendwie zugesetzt oder sowas. Natürlich wenig Kalorien und weniger Zucker. Für die Leute, die sich ein bisschen mehr Geschmack gewünscht haben, ein neues Produkt. Wir hoffen, euch gefällt es. Wir machen weiter mit der Produkterweiterung. Danke für das geile Jahr. Über 30 Millionen verkaufte Flaschen hatten wir mit dem Vitaminwasser. Und jetzt geht's weiter mit den Tees. Produkterweiterung, das ist nur möglich, weil ihr letztes Jahr so supportet habt. Ach ja, Freunde, das Olympiastadion. Ich war hier vor lange nicht mehr so auf dem Hertha-mäßig hier so in der Nähe. Aber es war hier eine geile Zeit. So, ich habe jetzt hier Nico getroffen und ich rüste den Mann hier aus. Wir haben zur Auswahl die hier, 42. Und wenn du Macher bist, spielst du mit denen hier. Hard work beats talent every time. Love hurts. Und das sind meine Toppen. Übrigens, sieht man, dass ich mit einer neuen Handykamera filme? Ich habe mir jetzt ein Vlog-Handy geholt, weil ja wöchentlich jetzt ein Vlog kommt. Erzähl deine Weisheit. Er meinte, mit weißen Schuhen sieht man schneller aus. Ja, als Außenstehender und auch selber für das eigene Wahrnehmungsbild. Wenn ein Außenstehender jemand mit schwarzen Schuhen sieht und weißen Schuhen, sieht die Person mit den weißen Schuhen schneller und flinker aus und dynamischer als die Person mit dem schwarzen. Deswegen sehe ich immer so schnell aus in den D-Day Sportspielen. Wäre ich nicht verletzt gewesen. Mann. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Digga. Timo hat gestern freistes Tor geschossen, okay? Ja, super. Frag ihn mal, von wem er das hat. Ich Wer kann das, wenn du das Video siehst? Sag Willi, wie ich den Ball gestreichelt habe. Oh, du da hinten. 3-4 Bundesliga-Tor hin oder her, ist mir scheißegal. Ich werde dich heute wegrasieren. Sowas wie mich hast du heute noch nicht gesehen. Kennt ihr das Video, ich glaube, von Rashford oder Ronaldo? Da ist er zum Platz jongliert mit links, rechts nur. Oh. Aber Okay. Krass. Guck dir den Bonbon an. Love Hurts steht auf dem Schuh drauf. Guck mal, die Kombination Adidas Elevate. Love Hurts Schuhe. Ja, Adidas Hose und Kriegstrikot. Ist verrückt. Kollegen. Ja. Wisst ihr, was uns gerade allen aufgefallen ist? Nein. Es ist uns allen aufgefallen. Es sieht ein bisschen so aus wie Cristiano Ronaldo, wo er dieses Joga Bonito Video macht. Mit der langen Hose und ja, so einem Anzug. Ja, ich würde. Oh, als ob Gavi. Gib mir mal einen Affen. Ja. Ohne Hand, ja. So, Freunde, es geht jetzt los mit der Spielervorstellung, dann in die Teams und dann die erste Übung. Okay, Freunde, wir fangen jetzt an mit der Fußball-Challenge. Die letzte Fußball-Challenge ist 6 Monate her und die war mit Toni Kroos. Also die Lernkurve geht hier steil nach unten gerade. Von Toni Kroos zu Marlon Morgenstern. So ungefähr das Gleiche. Der Mann macht übrigens auch ein Video, der hat ja jetzt mit YouTube angefangen. Danke. In 2 Jahren D-Day Sports so ungefähr, außer im Drittliga-Verein, ne? So, das geht schon mit. Also mal gucken. Auf jeden Fall checkt ihn auch ab. Der macht auch ein PS5-Giveaway. Könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Einer ist ein OP-Team, weil die 4 sind sehr gut. Und Eldos und ich sind halt da. Wir machen Sydney und ich, das Präsidenten-D-Day Sports-Team, gegen ein Profi-Team, Willi und Jessic und Eldos und
Marlon sind auch in einem Team und müssen es der Welt beweisen. Aber bei so einem Fußball-Challenge-Dingern ist eh, Digga, da ist es eh scheißegal. Ich hatte in einer Übung mehr Punkte als Toni Kroos. Kann ich besser passen als Toni Kroos? Nein. Erne hat gegen Super Moukoko gewonnen. Echt? Ja. Okay. Wir fangen an mit der ersten Übung. Die wird klassisch sein mit einem Freistoß. Punkte werden immer zusammengerechnet von beiden Paaren. Gerne Like da lassen, abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß. Mein Gott, das ist mein Me siento muy bien físicamente, la verdad que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía... Ja, Marc, da guckst du blöd aus der Wäsche! Da guckt er blöd aus der Wäsche! Füll mal deren Gesichter! Füll mal hier deren Gesichter! Das ist so fake schon wieder. Alle baff! Direkt der Schuss des Tages, jetzt haben wir alle Druck. Ja, natürlich! Ja, ist okay. Ich dachte, er hat spekuliert, dass ich hier schieße. Ja, aber wie könnt ihr so durchschießen? Ich kann das gar nicht. Gut, Marc! Nice. Go, Deidos! Das ist halt mein Teammate. Also ich go, Deidos! Guck mal! Deswegen ist der Mann bei DJ Sports. Ja, war gut. War ein guter. Hier, Bundesliga, Tor, schön und gut. Hier ist Druck in den Fußball-Challenges von Edi Jallo. Aber Jay-Z kann top spielen. Ja, natürlich, mag den Texte. Guter Ball, genau. Ah! Ey, so knapp. Weißt du, dass ich so ein Auge hier ist? Reinzwiebeln, anzwiebeln. Ja, natürlich, über den Top 4. Boah, Digga. Ja! Digga, ich bin doch nicht so schwer, Digga. Okay, Alter, so. Wir müssen jetzt langsam. Das erste Ding ist halt super verrückt. Man kann den. Nee. Edi Dzeko mit wenig Verlauf. Ja, also ich muss ihn kurz in Schutz nehmen. Beim Aufwärmen hat er echt geile Dinger rausgehauen. Ja. Und so, Marc. Die Kreisliga C führt bis jetzt. Nee, ich brauch's nicht. Ey, und mach den Mund zu, Edi. Aber auch. Nein. Oh mein Gott, links weg, da links vorbei, dass er nicht mal übermauern muss. Da bist du wieder! Normal, Jella! Das ist ein Löffel. Oh Mann! Ja, der war nicht verkehrt. Jetzt muss er rein. Hat bis jetzt wohl, Mann. Nein. Ja, das ist nichts. Nein. Ey, doch, du musst den jetzt mal hier. Junge, weißt du, warum er so selbstbewusst da steht? Und nein, den ersten. Ja, Jungs, also. Aber deswegen kann er auch. Doch! Brate moi, Edin Dzeko! Destrin, ruhig! Der war sehr schön geschossen. Wollt ihr die Hand geben? Boah! Ja, der wäre gekommen. Ja, der ist echt so. Das ist mein Präsident, Edin Dzeko, Topscorer bei uns. Er ist unser Topscorer, ne? Ja, also, Jungs, also ich kann es euch noch zeigen. Und der mit den grüßen Pizzafüßen. Ich kann euch zeigen, wie es geht, tatsächlich. Die müssen ja nur fragen. Alles innerhalb 20 Meter ist dein Range. Das lernt man bei Delay Sports, ne? Hier nicht Hertha BSC oder weiß ich nicht, Mannheim oder Bundesliga, ist mir Wuppe. Ja, ist aber okay. Ja, wichtig, Alter. Da sind wir mit zwei. Brat der Moi! Oh! Gut, Marc, Junge! Ja, die kommen nicht schlecht bei den Videos. Jetzt mach das mal Nationalspiel. Das ist doch noch Leipzig. Heute Delay Sports, ja? Die Grenzen. Und da bist mein Pro. Oh nee! Oh mein Gott! Wisst ihr, wie man sowas nennt? Effektivität. Ey, ich geh gleich ins Tor. Du hast dir 100% was gezahlt. Du siehst doch, wie die kommen, Bro. Er leckt den Lukas rüber, Bro. Die sind krass geschossen, ne? Vom Präsidenten, ne? Nee. Ja, nee. Sag ich mal, nächstes Spiel Startausstellung machen. Ja, sorry. Ja, natürlich. Ja, nee, und. Ja, nein. Ohne Hände. Er hat gehört, dass er spielt. Sports. Jeden Dienstag, Donnerstag trainieren wir. Alles Mögliche. Freischüsse eigentlich nicht, aber. Ja. Plötzlich kriegt er eine Hand hin, ne? Der war wirklich gut. Du hast einen Plan dahinter. Oh, Digga. Guter Ball. Der war schön. Nee.
Kopfschmerzen. Also der hat wirklich Kopfschmerzen. Gut, Freunde, erste Challenge ist zu Ende. Es steht momentan 5 Punkte für die Kreisliga C, 2 Punkte für Marlon und Eros und 1 Punkt hier für Team Profi. Wir machen jetzt die nächste Challenge. Slalom durch. Die es kann halt, ne? Wie ich hier. Immer mit beiden Füßen durch und dann direkt Abschluss. Guck halt, Mark! Klatsch! Ja, du lachst mich aus, Bro! Der ist gut, der ist wie eine Nähmaschine. Der ist scheiße. Brate Moi mit dem 1-0. Gut, gut, reicht, Bruder, reicht wirklich. Das ist ein Profi! Ja! Die gehen die halt immer rein, ne? Ja, ne, scheiße so jetzt wieder, wenn wir die schon. Die schießen ganz anders. Ja, doch. Ja, doch. Oh mein Gott. Leg ihn hin, dann ist er drin. Gut abgelegt. Ist gut. Den kontrolliere ich und korrigiere ich unten links rein. Oh mein Gott. Übertreten, ungültig. Ja. Kannst du nicht ablegen, Pech gehabt. War übertreten? Videobeweis? Übertreten? Übertreten? Nee, nee, nee. Ja, okay. Ja, okay. Ja, der kommt schon nicht so gut zurückgelegt. Sag's halt nicht mehr. Mag keiner, mag keiner. Ausgekommen. Digga, Mann. Alter, da, da, da! Das geht nicht. Yes, der reicht. Gut mal, trotzdem. Aktueller Punktestand: Wir haben 6, Team Profi hat 5 und Eldos und Marlon haben 4. Ne? Bisschen schwieriger, aber glaube ich, kriegen wir hin. Sydney spielt ihn hier hoch, alles übrigens oben und dann zurück. Einmal auftippen und dann raufknallen. Einfach vor dem 16er. Ja, vor dem 16er. Wenn man direkt nimmt, dann zählt der Punkt doppelt. Genau so ähnlich, Alter. Gut dabei. Onion, Onion, geh mit dir. Ja, genau so, Bro. Genau so, Bro. Genau so, Bro. 2 vor 2, direkt Druck, ja, direkt Druck ausüben. Aha, aha. Hey, los. Mark. Oh, gut ausgeguckt, Mark. 1, 2, 3. Oh, beschwer dich, beschwer dich. Schwieriger Ball. Ja, auch da. Da kannst du dir Brötchen hinterher werfen. Ja, jetzt. Ja, der wird hin. Go back, go back! Boah! Gut, Marc. Frank hat Willi und. Hast du direkt? Nee. Jetzt auf einmal die Hand an, ne? Der stramme Max. Ich glaube, ich sehe mein Knie, ich glaube, du hast alles gut gemacht.
Und langsam geht die Stimmung, guck mal, langsam geht die Stimmung im Keller. Wir haben 8. Ja, der war gut. Halt rein, ne? Also, den hält auch niemand. Da kannst du auch Courtois hinstellen. Ja, oh, der war schön gewesen. Der war perfekt. Guter Ball, Marlon! Damit steht es. Ach, ihr seid noch dran, ne? Ja. Aktueller Punktestand. Dritte Übung ist zu Ende. Sieben Profis 9 Punkte. Lüge. Wir haben auch 9. Und Marlon und Eddos haben 5. Also letzte Challenge. Wir machen 4 Ball. Wie heißt das? 4 Ball Challenge. 4 Ball Challenge. Ein Elfmeter und dann in einen Durchgang alles raufknallen. Also man schießt den Elfer, dann läuft man hier hin. Von da und von da. 2 Durchgänge hat jeder. Am Ende werden die Ergebnisse zusammengerechnet. Okay. Du weißt, du kennst die Quote. Ich hab's dir gesagt! Boah, hey, du kannst ja durchschießen. Oh nein, Eli Geller. Ne, Eddershot. Digga, den mit deinem Außenband, mutig. Malon! Ja, sehr gut. Aber ey, war doch mutig. Mach keiner. Super! Oh, ich kann das Eldos. Nicht mit dem. Ich kann das nicht. Jessica ist dran, Eldos, bitte. Bitte. Einfach. Distanzieren. So, und jetzt wird ja, Bundesliga. Jetzt ins Bulli Elber reingemacht. Ja, sehr gut. So krass, Digga, und auch so genau, Bruder. Ich check das null. Ich glaub nicht an Zufälle, mein Bro. Alter. Show me. Schau in die Kamera, ja. Ich weiß noch, im Training, als ich erstmal auf Jessica aufmerksam wurde, war Schuhtraining. Auf einmal, ich bin so 5 gegen 5 oder so, auf einmal schießt so richtig toll. Ich denk so, Junge. So, Zettel! Die Geller sind unser Eros. Alter, mein Gott. Lass es schwabbeln, Zettel! Das ist so geil! Und deswegen versteht ihr mich langsam. Ich sag, schieß aufs Tor in der verfickten Kreisliga. Und oh, die machen immer irgendeine Scheiße. Passt. Hätte ich Sydneys Körper, ja, Körperschaft. Real Talk, ich hätte jetzt schon 65 Tore und ich würde erste Bundesliga irgendwo ja, zocken. Ja, definitiv. Real Talk mit meinem Mindset. Definitiv. Ey, das, wo legt denn der sich denn die Beine hin? Guck mal. Ja, ich lass ihn in Ruhe. Ich lass ihn allgemein jetzt über die letzten Tage komplett in Ruhe. Dieser Pinsel, das rutscht ab davon. Ruhig, Patrick. Okay, außer Elfer war zu schwach. Ach, Digga. Ach, boah, gut ausgeguckt, Marc. Nee. Letzter? Der ist eklig, ja, von da. Gut, Marc. Den leg ich dir rein. Der Rest ist einfach nur Bonus. Ja, hey, das ist ein. Außen das unbedingt, unbedingt Eldos. Das geht halt. Es ist die Hüfte noch. So, Mann, ein bisschen Druck ist da, ne? Also. Ja, wenn du und Eldos gut, ihr müsst 7 Tore ungefähr machen. Oh! Reingezittert! Komm, Marc! Schön, Marc! Komm, Marc! Der verzweifelt! Nein! Damit haben sie wieder nur 2 Tore gemacht, ne? Sydney waren es 2, ja, ne? Ja. Sag mal her.
Oh. Check. Na, guter Ball. Die kommen halt so. Ja, kannst du nichts machen. Komm halt clean. Ja, ja, kannst du nichts machen. Komm halt clean. Ja. Kannst du nichts machen, komm clean. Ja, ja, kannst du nichts machen, die kommt clean. It's a parade in my city, yeah! Ja, Digga, ich wünschte, ich könnte auch so schießen, Chat. Ich brauch drei am besten. Das ist die eins. Gut, Sydney! Schön, Sydney! Schön, Sydney! Guck da nur hinterher! Ah, schade. Egal. Den machst du. Ah, schade. Ist okay. So, Eldos, du musst 8 Tore schießen aus 4 Schüssen. Hast du Mark? In irgendeine Ecke sofort springen. Ah, den ist sicher. Der ist halt sehr sicher. Naja, die kommen sauber, Bro. Die kommen sauber. Gut, Mark. Die kommen sauber. Gut, Mark. Oh. 3 Buletten hat er gemacht. 3 von 4 stark. Okay, Willi, 2 musst du machen, CR7. Das ist geil gemacht. 2 musst du machen, Bro. Mach in irgendeine Ecke. Sofort rein. Na. Ein muss er machen von 3 für Ausgleich. Die sind aber nicht einfach. Links. Nein, ich habe ihm falschen Call gegeben. Bitte nicht. Oh, nervös. Letzter Ball für den Sieg. Oh mein Gott. Und das ist Eis. Ist das scheiße, Bro. Die gewinnen mit 1 Punkt Abstand. Okay, Freunde, das war's vom Video. Ist ganz nice gewesen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Checkt gerne auch Marlons Video ab. Checkt die ganzen Jungs ab. Wie gesagt, so alle 2-3 Monate kommen wir an die Fußball-Challenge. Und kurz geht raus. Danke für den Support.